Guten Morgen, liebe Leute. Jo, da wartet Arbeit auf mich. Ich fasse es nicht. Ein kleines Checker-Pick. Little Pick Light. Ja, Light ist immer gut für Kinderräder. Da Kinder ja mit dicken, schweren Rädern nicht viel anfangen können. Daran zu machen ist die Bremse. Ganz wichtig, die Bremse muss funktionieren. So, dann zeige ich euch das mal, wie das funktioniert bei so einem. So, bei so einem Kinderrad. Mach den Sattel mal hoch, weil, wie gesagt, dann kann man es besser einspannen. Hier unten ist ja kaum Platz. Also, wenn der Bremsbelag so aussieht, hier, dass hier kaum noch was drauf ist, ja. Wenn der Zug so aussieht, dass er hier schon überall franzt, hier. Wenn der Zug hier oben so rostig aussieht, könnt ihr das erkennen? Ja, sieht man das? Wie rostig der hier ist hier oben? Dann wird es höchste Zeit für neue Züge und neue Bremsbeläge. Und das machen wir jetzt. Man schaut hier bei zu. So, ja. Also, ist ganz einfach. Hier nehmt ein 5er Inbus, setzt an, schraubt ab. Das ist erstmal kein Geheimnis hier. Fünfer Inbus für den Zug, ansetzen, lösen. Boah, guck dich mal an. Abknipsen, hier ist total ausgefranstes Ende. Wie gesagt, da wo man, da ist ja schon mal gekürzt. Ja. Und hier ist mega rostig. Hier schaut mal. Puh, na das war ja toll. Keine Chance. Hier. Seht ihr das? Der ist richtig steif und flexibel. Der funktioniert nicht mehr. Habt ihr vergessen. Wenn ihr so ein Rad gebraucht übernehmt, ja, das kann man ja, das sind ja gute Räder. Die kann man ja wirklich auch gerne mal gebraucht übernehmen und weitergeben. Die halten ja alle mal mehr als ein Kind aus. Dann, als erstes, wenn ihr es nicht selber machen könnt, geht in den Fahrradladen, lasst die Bremsbeläge checken und die Bremszüge definitiv tauschen. Ne? Weil einmal ein Kind durch sozusagen und ein Rad, was wirklich dann auch gefahren wurde, wie das hier, das sieht man ja, das wurde gefahren, dann muss sowas ersetzt werden. Bremsen sind wichtig, Bremsen müssen funktionieren. Das ist A und O. Ja, jetzt verlegen wir hier einen neuen Zug. Perfekt. So. Zughüllen werden gekürzt auf richtige Maß und dann kommt dieser Dorn zum Einsatz. Und zwar muss man hier innen die Teflon-Hülle-Schicht hier drin so ein bisschen dehnen, damit es noch weniger Reibung gibt. Endkappen ruf. Hier. Nicht wundern, ich bin ein bisschen voll mit Farbe hier, weil ich habe gerade die Hauswand gerettet vom Graffiti. Vor der Graffiti-Attacke hier.
habe ich gerade sauber gemacht. Weil das geht gar nicht. Ich mag das nicht. Zack. Und zack. Schaut mal, so schön. Jetzt kommen diese Abstandshalter hier rein. Also ihr habt ja, wo der Zug frei verläuft hier an der Stelle, da habt ihr solche Gummis dran. Die sind nicht einfach so aus Jux und Dollerei dabei. Die haben auch eine Funktion, dass dann der Kabelzug nicht so schlackert, nicht so gegenknallt gegen die. So hört sich's angenehmer an, als wenn, als dieses. Ja? Wenn der mal ins Schwingen kommt, dann macht ihr euch den Lack nicht kaputt. Bei hochwertigen Rädern ist das eine feine Sache. Also sollte man beachten. Und diese Ringe fungieren natürlich auch als Abtropfhilfe. Sprich, wenn hier der Zug jetzt hier unten ja, weiterläuft, ins nächste Kabelstück rein und es regnet, dann zieht ihr den Nupsi bis ran. Ja? Bis hier ran. Die Regentropfen laufen dann hier runter und tropfen dann hier ab und laufen nicht rein in die Hülle. Das funktioniert auch. Könnt ihr alle gerne mal probieren. Es funktioniert. Einmal zack. Und Jackwire, ja, jetzt macht er diesen Gummi da ran. Und dann ist perfekt, dann läuft da nichts mehr rein. Von Jackwire gibt es auch so eine Endhülsen. So eine Anschlaghülsen mit so Spitzen. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Die haben so ein spitzes Ende wie eine Kanüle. Das zieht sich nochmal über den Zug drüber und schützt den sozusagen vor Regenwasser, was reinlaufen könnte. Also das ist auch eine tolle Sache. Geht auch, kann man auch nehmen. Ja, hallo steht ja eindeutig dran an der Tür. Oh yeah. Okay, ich habe jetzt den Zug hier durchgezogen. Habt ihr das gesehen? Das habt ihr nicht alles verdeckt. Ne? Also ich habe den Zug hier durchgezogen und fixiere jetzt nur leicht. Ne? Weil wenn ich es jetzt wieder richtig fest fixiere, richtig fest zudrehe, dann kann es sein, dass der Draht sich wieder aufspleißt. Kann man auch nachkorrigieren, man kann die jetzt nehmen hier und kann die zurechtschleifen. Man auch, ich kann immer alles machen, klar, man kann alles machen. Ich kann es ja mal zeigen. Schaut mal hier. Ja, natürlich kriegt man sie nicht so leicht ab hier, das ist ja wieder klar. Also, ihr habt jetzt hier diese. Seht ihr noch an? Ja. Ihr habt jetzt hier diese Klemmscheibe und diese Klemmscheibe hat hier einen kleinen Rand. Die hat einen Rand da und einen Rand da. Dieser Rand soll dafür sorgen, dass sie richtig angepresst wird. Nun, nach dreimal, viermal auf- und zuschrauben, ist dieser Rand verformt, deformiert und gratig. Wenn er dann gratig wird, dann hat er nicht mehr diese Klemmfunktion, sondern eher eine Schnittfunktion. Und das ist natürlich schlecht. Dann schert er sozusagen beim Drehen schert er den Zug ab. Das ist natürlich bescheiden. Das merkt man auch, wenn man drüber fasst, dass es so ein bisschen kratzig ist. Ne? Ist halt nicht gut. Vielleicht kann man dem ein bisschen entgegenwirken, indem wir ganz wenig Fett hier zumindest unter die Scheibe machen. Das, schaut mal so hier, dass die Schraube dreht, aber die Scheibe nun nicht automatisch gleich mitgedreht wird.
Das kann schon helfen. So, und auch für Kinder zählt bei uns, wir nehmen die guten Belege. Ja, wir sparen da nicht. Bei Kinderbremsbelegen, da werden die guten genommen, die guten Coolstops. Die sind zwar etwas teurer, aber es lohnt sich. Die dürfen in der gesamten Zeit, wo der Traktor nicht fahren wird, sich eigentlich nicht mehr abfahren. So, schauen wir mal hier, wie der Abstand ist zur Bremse. Eigentlich lasse ich immer gerne diesen dicken Spacer innen, aber wir müssen halt sehen, wie sich das verhält. Ja, ich fürchte, tauschen. Der dünne Spacer nach innen und der dicke Spacer nach außen. Dann stimmt der Winkel halt nicht. Man kommt mit dem Fuß an die Bremse ran. Yay! Perfekt. So, jetzt schrauben wir die andere Seite, den Belag ab, diesen alten. Okay, Bremsbelag ist dran. Jetzt schauen wir mal. Zug eingestellt. Also der Zug läuft einwandfrei und ich benötige und eine 8 ist drin. Also, die 8 muss natürlich noch raus. Die ziehen wir noch raus. Der geht natürlich nicht. Zack, zack. Hui, was ist denn da los?
Perfekt. Einen haben wir. Und den hier. Genial. Ist perfekt eingestellt, läuft perfekt. Einmal nochmal festziehen. Jetzt nehmen wir das überschüssige Fett hier und schmieren es hier vorne ran. Ein bisschen den Zug schützen hier vor Feuchtigkeit. Kürzen den Zug hier auf die Länge von der Bremse, also so, wenn der Zug jetzt hier runterhängen würde, bis hier so, dann hat man genug Platz. Und dann kommt noch so eine Zugendquetschhülse, Kappe, wie auch immer, kommt dran. Den kann er jetzt mit einem Finger ziehen hier, und das ist gut so, weil Kinder haben ja nicht so viel Kraft, ne? Und deswegen perfekt und darf nicht schleifen, und das tut es nicht. Geile Nummer. Fertig. Ich würde mal sagen, das war's mit dem guten Checker Pick Little Pick. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, bis dann. Ciao, sagt der Tommy.